NSA-Affäre zu diskutieren. Und dazu begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Claudia Skrönert in Berlin. Natürlich ging es da ja auch um die Personalie Edward Snowden und die Frage, wie man mit ihm umgehen soll. Hat das Gremium da eine gemeinsame Linie gefunden? Ja, das Gremium, das hier übrigens hinter uns in einem angeblich abhörsicheren Raum im Bundeshaus tagt, im Jakob-Kaiser-Haus tagt, hat sich länger nach übereinstimmenden Berichten von Mitgliedern über Edward Snowden unterhalten. Dieses Gremium tagt ja geheim. Insofern sind wir auf Auskünfte angewiesen, die hier zum Teil öffentlich dann gegeben werden. Jedenfalls der Teil, der für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt ist. Edward Snowden, also Teilnehmer haben berichtet, dass sehr ernsthaft über die Person Edward Snowden gesprochen wurde. Einerseits über das, was Herr Snowden beitragen kann zur Aufklärung dieser Affäre. Da soll ja in Deutschland im Bundestag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden. Und andererseits über die Frage, wie kann man Herrn Snowden gerade dann, wenn er hier aussagt, Sicherheit gewährleisten. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass Vertreter des Deutschen Bundestages nach Moskau reisen und sich dort mit Herrn Snowden treffen und ihn um Aussagen bitten. Die andere Möglichkeit, schwieriger, kompliziertere Möglichkeit, wäre die, dass Herr Snowden hierher nach Berlin käme. Das würde erstens bedeuten, in Kauf zu nehmen, die Verärgerung der Amerikaner, die sicherlich sehr, sehr groß wäre, und zweitens die Verpflichtung, für die Sicherheit von Herrn Snowden zu garantieren, und drittens müsste man sich dann natürlich auch darum kümmern, wie geht es mit dem Mann dann weiter, wo hätte er dann bleiben. Recht komplizierte Fragen, die, wie bereits gesagt, hier heute im Gremium in großer Ernsthaftigkeit diskutiert worden sind. Da ist dann also noch einiges zu klären. Dass die Geheimdienste in Deutschland ihren Job nicht so gut gemacht haben, da ist man sich ja scheinbar einig. Da muss dringend was passieren, ist da die gemeinsame Position. Gibt es da schon konkrete Pläne oder müssen wir uns jetzt einfach damit abfinden, immer und überall abgehört zu werden? Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage, die so einfach nicht zu beantworten ist. Die Antwort fällt in zwei Teile. Teil 1 ist, dass man dabei ist, zu versuchen, ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten zu schließen, das gegenseitige Spionage ausschließen soll. Dieses Abkommen ist sozusagen sondiert worden in der letzten Woche von den Präsidenten deutscher Dienste, vom Bundesnachrichtendienst und vom Bundesamt für Verfassungsschutz, die dazu in den USA waren und die hier heute auch Bericht erstattet haben. Von deutscher Seite ist über diesen ersten Verhandlungsteil nichts bekannt geworden bisher. Jedenfalls öffentlich ist nichts bekannt geworden. Die Präsidenten der Dienste haben dem Gremium berichtet. Aus amerikanischer Seite aber liest man immer wieder Aussagen dergestalt, dass also ein gegenseitiges Abkommen, das Spionage abschließt, nicht zu weit gehen dürfte. Es würde möglicherweise ausgeschlossen, nochmals die Wirtschaftsspionage, die ist aber derzeit schon ausgeschlossen und scheint trotzdem stattzufinden. Und man könnte vielleicht sich darauf einigen, dass Mitglieder der Bundesregierung nicht abgehört werden. Aber dass es wirklich einen Ausschluss von Spionage gibt, das schließen amerikanische Seiten, soweit man hier liest, aus. Die andere Frage ist, wie können die deutschen Nachrichtendienste die deutschen Bürger hier schützen? Es sind immerhin ja in Deutschland Straftaten, die hier begangen werden, das Abhören, das Ausspionieren, das ist strafbar. Botschaften, von wo das offenbar stattfindet, genießen ja einen Sonderstatus. Sie sind ja exterritoriales Gelände, gehören also den Ländern, die ihre Botschafter hier entsenden. Also ein Sonderfall, der sicherlich ganz schwierig zu bewerten ist. Zu all diesen Fragen haben im Anschluss an diese Sitzung heute Vormittag verschiedene Mitglieder des Ausschusses und auch der Bundesregierung Stellung genommen. Das möchten wir Ihnen jetzt gerne zeigen. Erster ist der Koordinator der Geheimdienste im Bundeskanzleramt. Das ist Kanzleramtsminister Pofalla. Die Zusammenarbeit mit Deutschland soll in einem Abkommen auf eine neue Basis gestellt werden. Dieses Abkommen,
über die zukünftige Zusammenarbeit wird weiter verhandelt. Der amerikanische Präsident wird Mitte Dezember die Ergebnisse der Überprüfung der Arbeit der amerikanischen Nachrichtendienste vorlegen. Und ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, in diesem Zusammenhang die Arbeit zwischen Deutschland und den USA im Bereich der nachrichtlichen, dienstlichen Zusammenarbeit eben auf eine neue Basis zu stellen und dass wir damit die einmalige Chance haben, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Wenn das Verhandlungsstadium, in dem wir uns jetzt befinden, sich weiter konkretisiert, werde ich sowohl das Parlamentarische Kontrollgremium als auch die Öffentlichkeit weiter darüber informieren. Ich habe noch mal klar gemacht, dass unsere Entscheidung vom Sommer, dass Herr Snowden kein Asylrecht in Deutschland hat, weil er nicht politisch Verfolgter ist, aufrechterhalten bleibt. Und wir jetzt darüber reden müssen, unter welchen Umständen und wie es möglich sein könnte, Herrn Snowden von wem auch immer in Moskau zu hören, um von ihm, falls er noch Informationen hat, was wir nicht wissen, auch solche Informationen zu bekommen. Das werden wir jetzt auch innerhalb der Bundesregierung prüfen, unter welchen rechtlichen und tatsächlichen Umständen eine solche Anhörung, Vernehmung, wie immer man das nennt, möglich ist. Ich habe die klare Erwartung, dass dieses Abkommen am Ende ein rechtsverbindliches Abkommen ist, das nicht nur die wechselseitige Spionage gegen Regierungen, Ministerien und öffentliche Stellen ausschließt, sondern deutlich auch Schranken setzt der Überwachung von Bürgern und Bürgerinnen und dass ganz klar auch die Wirtschaftsspionage zwischen beiden Ländern eindeutig beendet. Dann haben wir gesprochen über den Verdacht, dass Lauschaktionen von der britischen Botschaft ausgehen. Das muss jetzt eingehend untersucht werden. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das absolut inakzeptabel ist, wenn aus der Botschaft eines eng befreundeten Partners wie Großbritannien Lauschaktionen durchgeführt werden. Das ist auch eine Straftat hier auf deutschem Boden. Da muss jetzt ermittelt werden. Und gegebenenfalls müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Wir müssen die Spionageabwehr künftig auch darauf einstellen, dass wir von befreundeten Partnern ausspioniert werden. Das können wir nicht allein mit den Mitteln der Spionageabwehr lösen. Das muss vorrangig politisch gelöst werden. Aber einstweilen gilt der Satz, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und dann haben wir über die Möglichkeit gesprochen, ob wir Herrn Snowden befragen können. Dazu haben wir unter den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und ohne die Mitarbeiter der Dienste ein sehr nachdenkliches Gespräch geführt. Wir sind einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Bundesregierung bitten, genau zu prüfen, ob Herr Snowden zunächst in Moskau befragt werden kann, ohne ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Das muss die Bundesregierung in den nächsten Tagen und Wochen prüfen. Und dann wollen wir wieder zusammenkommen und darüber reden, welche Möglichkeiten bestehen. Herr Snowden hat zwar sein gesamtes Material weggegeben und verschiedenen Journalisten anvertraut. Deshalb erwarten wir jetzt von den Vereinigten Staaten, dass sie dieses Material, was Herr Snowden besitzt, auch uns zur Verfügung stellt. Das wäre auch ein großer Schritt in Richtung Aufklärung. Herr Snowden bleibt natürlich darüber hinaus ein wichtiger Zeuge. Er hat geholfen, aufzudecken, dass Spionage gegen unser demokratisches Land betrieben wird, auch von befreundeten Partnern. Deshalb wäre es gut, wenn wir ihn befragen können. Wir dürfen ihn dadurch aber nicht in Schwierigkeiten bringen. Und deshalb haben wir die Bundesregierung gebeten, zu prüfen, ob das zunächst in Moskau geschehen kann. Eine Befragung in Deutschland steht im Augenblick nicht zur Debatte.
sondern wir wollen zunächst sehen, ob eine Befragung in Moskau möglich ist. Und am Ende glaube ich, dass eine Befragung in Deutschland überhaupt nur im Wege einer verhandelten Lösung möglich ist. Denn dann müssten wir gewährleisten, dass Herrn Snowden nichts passiert. Und man kann Herrn Snowden nicht nach Deutschland einladen, wenn man nicht definitiv ausschließen kann, dass er hinterher ausgeliefert werden muss. Ich will weiter darauf hinweisen, dass wir in der Tat ein ernstes und nachdenkliches Gespräch geführt haben über das, was mit Herrn Snowden passieren kann, ob und was er aussagen kann, ist mir jedenfalls noch nicht umfänglich klar geworden. Die Materialien stehen ihm selbst nicht mehr zur Verfügung. In welchem Umfang er wozu möglicherweise Informationen ergänzend liefern kann, ist noch zu klären. Deswegen halte ich den Beschluss für richtig, zu sagen, die Bundesregierung wird beauftragt, darüber nachzudenken, Herrn Snowden informatorisch anzuhören und dabei möglicherweise auch festzustellen, in welcher Form er als Zeuge zur Verfügung stehen kann. Ich weise gerne hier nochmals darauf hin, dass seinerzeit ein Vorwurf konkret überprüft wurde, nämlich der der massenhaften Ausspähung durch den BND sozusagen beauftragt durch die NSA. Wir haben ja damals festgestellt, nicht zuletzt anhand der Codierung, dass dieser Vorwurf offensichtlich falsch war und dass es in dem Zusammenhang nicht zu einer massenhaften Ausspähung gekommen ist in Deutschland. Und infolgedessen war die damalige Feststellung, dass dieser konkrete Fall sich nicht bewahrheitet hat, richtig und auch heute noch nachvollziehbar. Ja, soweit also Mitglieder der beiden Parteien, die sich hier in Berlin in Koalitionsverhandlungen befinden. Durchaus ein unterschiedlicher Zungenschlag, gerade was Thomas Oppermann anbelangt in Bezug auf die Mitglieder der CDU/CSU, denn er verlangt ein belastbares, justiziables Abkommen mit den USA, während die anderen schon davon ausgehen, dass das auf dem Weg sei. Gänzlich anders die Gewichtung der Vertreter der aller Wahrscheinlichkeit nach künftigen Opposition hier im Deutschen Bundestag. Das waren Hans-Christian Strömle, Bündnis 90 Die Grünen und Steffen Bockhahn für die Partei Die Linke. Auch ich habe den Bericht aus Washington gehört und kann nur sagen, ich weiß jetzt nicht mehr als zuvor. Ich weiß weiterhin nicht, wie viele Millionen deutsche Bundesbürgerinnen und Bundesbürger von der NSA abgeschöpft, mit ihren Kommunikationsbeziehungen abgeschöpft, diese Kommunikation gespeichert und ausgewertet worden sind. Zu dieser entscheidenden Frage, die sich ja bereits in dem Fragenkatalog der Bundesregierung von Anfang Januar befindet, habe ich bis heute keine Antwort. Und ich glaube, auch kein anderer in Deutschland hat sie. Das heißt, da sind wir nicht weitergekommen. Stattdessen werden wir jetzt vertröstet auf Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten. Da soll es möglicherweise Informationen, möglicherweise Dokumente aus den USA geben, die der deutschen Bundesregierung und dann vielleicht auch dem parlamentarischen Kontrollgremium zur Verfügung gestellt werden, wo all diese Fragen beantwortet werden. Ich bleibe da weiterhin skeptisch, aber das war ja nicht der zentrale Punkt der heutigen Veranstaltung, weil, das hatte ich schon vorher gesagt, da war nicht viel mehr zu erwarten. Ich gebe den Kolleginnen und Kollegen recht, die hier geredet haben. Es war wirklich ein auch mich beeindruckend ernstes Gespräch, wo nicht nur Informationen ausgetauscht worden sind, sondern wo auch Sorgen ausgetauscht worden sind und wo wir uns auch über die Schwierigkeit und die Dimension des Problems, glaube ich, weitgehend einig sind, natürlich noch nicht, über die Lösungsmöglichkeiten. Ich begrüße es außerordentlich, dass auch die größte, nach wie vor größte Fraktion des Bundestages es auch für richtig hält, was ich ja versucht habe, schon letzte Woche anzuleiern, nämlich, dass wir auch das Problem Snowden
nur lösen können in einer direkten Diskussion, Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem US-Kongress, die dort für die Kontrolle, Beaufsichtigung der Geheimdienste zuständig sind. Ich hatte ja die letzte Woche angeschrieben, die Reaktion bisher ist erfreulich. Und wenn das jetzt auch von den anderen Fraktionen vehement betrieben wird, von der Bundesregierung unterstützt wird, dann kann da was zustande kommen. Ich bin nach wie vor in einem Punkt völlig anderer Meinung als der Innenminister. Selbstverständlich kann man Herrn Snowden in Deutschland aufnehmen. Selbstverständlich kann man Herrn Snowden in Deutschland Asyl geben oder auf andere Weise die Aufenthaltsmöglichkeit geben. Selbstverständlich kann man davon absehen, ihn auszuliefern. Und selbstverständlich kann man auch mit den deutschen Sicherheitsbehörden die Sicherheit von Herrn Snowden in Deutschland garantieren, sicherstellen. Nur man muss es wollen. Man muss es wirklich wollen, dann geht das alles. Darüber werden wir weiter nachdenken, darüber werden wir diskutieren. Ich habe auch gegenüber der Bundesregierung, den beiden Ministern betont, dass ich nach wie vor für Informationen, für Gespräche zur Verfügung stehe, auch wenn ich vermutlich in der Opposition sein werde im neuen Deutschen Bundestag. Aber ich stehe da weiterhin zur Verfügung. Und es ist sicher richtig, das habe ich ja auch immer gesagt, habe ich auf der Pressekonferenz gesagt, wenn Abgeordnete, die Bundesregierung, wer auch immer, der Generalbundesanwalt, versucht, direkten Kontakt mit Herrn Snowden zu bekommen, um in informellen Gesprächen zu klären, erstens, was er weiß, ob er Wesentliches beitragen kann zur Aufklärung. Ich bin davon überzeugt. Mich hat er da bereits von überzeugt. Aber das kann auch in Moskau geschehen, wenn Herr Snowden damit einverstanden ist. Aber ich bestehe darauf, dass er nach Deutschland kommt oder in ein anderes vergleichbares Land kommt, weil ich denke, wir alle hier in Deutschland, in Europa, auch in den USA, sind Herrn Snowden zu Dank verpflichtet. Sonst würde in diesem Augenblick das Handy der Kanzlerin weiterhin abgehört. Wir wüssten nichts davon, Sie auch nicht. Und sonst würden auch die Ausspähaktionen bei Millionen von Bundesbürgern weitergehen und wären völlig unhinterfragt. Und all die schönen Sachen, die jetzt verhandelt werden mit den USA, würden nicht verhandelt und würden auch nicht stattfinden, ganz unabhängig, was davon rauskommt. Herr Strüble, letzte Woche haben Sie gesagt, Snowden wolle nicht in Moskau vernommen werden. Und es gäbe auch gute Gründe, warum das nicht richtig sei. Hat sich da etwas verändert, nein, objektiv oder in Ihrer Position dazu oder in Snowdens Position? Ich habe ja insofern nur weitergegeben, was Herr Snowden mir gesagt hat. Selbstverständlich habe ich das parlamentarische Kontrollgremium entsprechend informiert über die Auffassung von Herrn Snowden, aber ich habe immer gesagt, ich bin weder sein Anwalt noch sein Sprecher, sondern ich kann das nur weitergeben. Selbstverständlich kann die Bundesregierung oder kann auch das Parlament auf den dafür möglichen Wegen mit ihm Kontakt aufnehmen, informellen Kontakt, um da noch zu klären, ob es vielleicht doch eine Bewegung für ihn. Erstmal geht es ja um informelle Gespräche, ob sowas möglich ist, wo man das noch mal vertiefen kann. Und jetzt wird das versucht einzuleiten, ob es klappt, werden wir sehen. Ich denke, dass die Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums heute deutlich gemacht hat, dass wir noch sehr viel zu tun haben. Erstens dabei, uns selber darüber klar zu werden, was wir eigentlich wissen wollen. Da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse in Erkenntnisse zu erlangen. Ich denke, dass das aber auch nicht überraschend ist. Das haben wir auch seit Beginn der Geheimdienstaffäre im Frühsommer erlebt, dass es da Leute gibt, die einen größeren Aufklärungsbedarf haben und Leute gibt, für die Sachen schon beendet sind. Das setzt sich aus meiner Sicht fort. Ich glaube, dass es nicht damit getan ist, sich mit den Amerikanern und den Briten darüber zu verständigen, dass man sich künftig nicht mehr gegenseitig ausspitzeln möchte. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, dass es vor allen Dingen notwendig ist, dass der Verfassungsschutz künftig unmissverständlich und ganz klar macht, dass er auch bei Briten, auch bei Amerikanern und bei wem auch sonst immer dieser Verdacht entsteht, gnadenlos gegen Spionage vorgeht.
Wir werden natürlich schauen müssen, dass wir uns technisch da so aufstellen, dass wir auch die eigene Kommunikation im Regierungsbezirk, und das bedeutet eben ausdrücklich auch die Kommunikation der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, besser schützen, als das bisher der Fall ist. Denn es darf einfach nicht sein, dass man eine Einladung an alle ausspricht, die geheime Kommunikation von Abgeordneten und von Regierungsmitgliedern auszuspähen. Ich habe da mit großem Erschrecken festgenommen, dass der ehemalige deutsche Botschafter in den Vereinigten Staaten, Ischinger, der Auffassung ist, dass es normal sei und man das akzeptieren müsse. Ich finde, das ist nicht normal und man darf es nicht akzeptieren, dass vermeintliche Freunde die Kommunikation von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern ausspionieren. Das gehört sich nicht, das ist unanständig, das sollte man lassen. Ich glaube, dass wir darüber hinaus auch uns klar werden müssen darüber, was die deutschen Geheimdienste tun oder auch nicht tun. Ich gehe davon aus, dass die Aussage, dass der Bundesnachrichtendienst und auch der Verfassungsschutz die Dinge, die wir Amerikanern und Briten vorwerfen, selber nicht tun. Ich hoffe, dass das so bleibt. Alles andere würde zu einer absurden Situation führen, nämlich dass wir uns darüber aufregen, dass Partner uns ausspionieren und selber Gleiches mit anderen Partnern tun. Deswegen will ich hoffen, dass die Erklärung, die deutschen Dienste würden sowas gegenüber Partnern nicht tun, Bestand hat und auch in Zukunft Bestand haben wird. Ich habe heute mit tatsächlich großem Respekt die Diskussion über den Umgang mit Edward Snowden erlebt. Wir haben wirklich sehr ausführlich und nachdenklich diskutiert. Wir haben auch da natürlich unterschiedliche Auffassungen über den Umgang mit Edward Snowden, über die Bedeutung von Edward Snowden. Das ist aber auch nicht überraschend und dazu ist auch ein Parlament da, dass verschiedene Meinungen vertreten werden. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir offiziell mit ihm sprechen und ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass wir versuchen, ihn zu schützen. Denn er hat über offenkundigen Rechtsbruch die Welt informiert. Er hat über illegale Verhaltensweisen amerikanischer und britischer Geheimdienste informiert. Und dafür verdient er es, Schutz zu genießen. Und deswegen glaube ich, dass es eine wichtige Maßnahme wäre, wenn die Bundesregierung sich gegenüber den Partnern in den USA dafür stark macht, dass man Edward Snowden nicht vor allen Dingen zeigt, wie man gedenkt, ihn strafrechtlich zu verfolgen, sondern dass man vielleicht auch mal in der Lage ist, in den Vereinigten Staaten zu erkennen, dass dieser Mann auch ein Verdienst für den Bestand der Demokratie hat. Und diese Aufgabe, glaube ich, muss geprüft werden. Und darüber hinaus müssen wir natürlich schauen, wie wir unsere eigenen Interessen im Umgang mit Edward Snowden künftig vertreten wollen. Denn klar ist, dass es sein kann, dass er Informationen hat, die für Verfahren in Deutschland von großer Notwendigkeit sind. Dieser Weg wird schwer, eine einfache Lösung gibt es da nicht. Aber ich denke schon, dass man offen sein sollte für alle Möglichkeiten, die sich bieten. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen und Monaten von der Bundesregierung auch wirklich mit der nötigen Offenheit getan wird und dass nicht Türen unnötig vorzeitig zugeschlagen werden. Ja, am Ende dieser Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums kann man vielleicht drei Punkte als Fazit ziehen. Zum einen, es ist wahr, was der Abgeordnete Ströble gesagt hat. Er hat tatsächlich schon in der letzten Woche einen Brief geschrieben an amerikanische Parlamentarier, die in beiden Kammern die Geheimdienste kontrollieren, mit dem Ziel, die Kontrolle der Geheimdienste auf gegenseitige parlamentarische Ebene zu heben. Diese Initiative scheint nun von der CDU/CSU, möglicherweise auch von der Regierung aufgegriffen zu werden. Dadurch könnte ihr noch mehr Erfolg verheißen sein. Der zweite Punkt, es gibt durchaus unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Gewichtungen in Bezug auf den Umgang mit Herrn Snowden. Für die CDU kommt es nach derzeitigem Stand nicht in Frage, ihn nach Deutschland einzuladen. Die SPD sieht da zumindest Schwierigkeiten, während Grüne und Linke der Meinung sind, man sollte das so tun und ihn hier in Deutschland um eine Aussage bitten. Und als drittes, ein Abkommen, das gegenseitige Spionage ausschaltet zwischen Deutschland und den USA einerseits, Deutschland und Großbritannien andererseits, das wird uns wohl noch sehr, sehr lange beschäftigen. Und damit zurück zu Ihnen, Katrin Schade nach Bonn. Vielen Dank, Claudia.
Vielen Dank, Claudius Grünert, nach Berlin. Und ich begrüße hier im Studio Professor Dr. Tilman Meyer. Herzlich willkommen, Herr Dr. Meyer. Wir haben es gerade gehört, Herr Bockern hat es gesagt von der Partei Die Linke. Das gehört sich einfach nicht, was die Briten und Amerikaner da gerade tun. Haben die einfach kein Benehmen? Ich denke, es ist problematisch, wenn man in der Politik sozusagen zu stark moralisiert. Es kann ja nicht sein, dass man sozusagen die Familienmaßstäbe in die Politik eins zu eins überträgt. Wenn man von Partnern spricht, wenn man von Freunden spricht, dann meint man eigentlich etwas anderes als die Beziehungen von Staaten untereinander. Insofern denke ich, hat Herr Ischinger, der gerade erwähnt wurde, durchaus recht, wenn er sagt, dass Spionage immer schon zu den Staaten oder zur Staatlichkeit generell dazugehört. Insofern ist das jetzt eine Entdeckung, dass wir damit zu tun haben. Natürlich sollte man sich schützen, das ist eine andere Sache. Aber dass die praktiziert wird, finde ich, sollte man nicht überbewerten. Aber wie sollte man sich denn schützen? Die Spionageabwehr hier in Deutschland hat ja scheinbar nicht so gut funktioniert. Die scheinen ihren Job da nicht so gut gemacht zu haben. Was muss da verbessert werden? Also insbesondere natürlich daran muss man ändern etwas, dass man eben als Technologiestandort eine entsprechende stärkere Perfektion in diesen Dingen erreicht. Und denn in Frankreich gibt es zum Beispiel einen Studiengang, La guerre économique, ja, dass man das also sogar studieren kann, wie man hier entsprechend über Wege vorgeht, die eben nicht so ganz koscher sind. Und insofern gehört es zur Normalität, muss man damit leben, muss man sich schützen. Das ist die Aufgabe der Dienste und vielleicht müssen die Nachrichtendienste bei uns noch ein besseres Werk abliefern als bisher. Also sollten die rund 100 Mitarbeiter, die ja beim Bundesamt für Verfassungsschutz arbeiten, noch mal alle nach Frankreich, an die Uni oder was meinen Sie? Na, das wäre natürlich eine interessante Sache, nein, aber wir müssen auch technologisch sozusagen auf der Höhe sein der Amerikaner und nicht wie irgendein x-beliebiges anderes Land einfach nur Opfer dieser Strategie sein. Das, finde ich, ist problematisch und das sollte man stärker beachten, bei aller Möglichkeit natürlich, sich jetzt mit Abkommen zu behelfen und so weiter. Das ist auch richtig. Herr Pufalla hatte die ganze Affäre im Sommer ja noch für beendet erklärt, erst vor wenigen Monaten. Jetzt klingt er ganz anders. Was hat ihn da vor ein paar Monaten so sicher gemacht? Dass er im Wahlkampf natürlich auch überleben muss. Und insofern wollte er natürlich die Sache herunterfahren. Und er hat es vielleicht auch ein Stück weit geglaubt, dass es so ist. Man konnte sich ja auch bis vor kurzem wirklich nicht vorstellen, dass die Amerikaner oder auch die Briten jetzt so weit gehen, dass sie auch die Top-Klasse abhören. Das ist der Lernprozess, den die ganze Öffentlichkeit ja erlebt. Und ich glaube, Herr Pufalla hat da auch ein Stück weit dran geglaubt, an diese Aussagen, die aus den USA kamen. Jetzt klingt er anders, haben wir gerade gesagt. Wir müssen jetzt verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Er spielt da mal mit auf das Verhältnis zu den USA an. Da soll jetzt ein No-Spy-Abkommen beschlossen werden. Können Sie sich das in der Praxis vorstellen? Eine Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten, ich weise nur auf das Wort geheim hin, wie soll die aussehen? Geheime oder Nachrichtendienste, dies findet ja statt und zwar sehr intensiv. Wir werden ja geschützt durch Informationen, die aus den USA kommen und über Sachverhalte, die im Sauerland zum Beispiel stattgefunden haben, die unsere Dienste nicht entdeckt haben. Also ist hier diese flächendeckende Überwachung, hat sie auch Vorteile für uns gehabt, was den Kriminalitätsschutz angeht. Und ich glaube, auf diesem Weg kann man weiterarbeiten. Aber dieses No-Spy-Abkommen ist natürlich eher von diplomatischer Bedeutung als in den Niederungen sozusagen der Beziehungen, die man eben praktisch haben muss und auf die es auch ankommt, eben für beide Länder und auch für die internationale Welt und Staatenordnung, dass man sozusagen Sicherheit hat. Nur der Effekt war eben bisher der, dass man sich konzentrierte auf Terror, auf Krieg und entsprechende Risiken, dass man aber auch die Regierungen ausspäht, das ist, wie gesagt, glaube ich, der Lernprozess, den wir jetzt gerade erleben. Gut, das wissen wir jetzt. Da gibt es einiges zu klären. Der US-Präsident will bis Mitte Dezember ein Papier vorlegen und das präsentieren. Was erwarten Sie davon? Was könnte da drin stehen? Was wird sich da ändern? Ich denke, das sind Absichtserklärungen, dass man sozusagen nach vorne blickt, dass man sich gegenseitig stärker respektieren möchte. Es hat hohe symbolische Bedeutung, eben um Vertrauen wiederherzustellen.
Aber in der Praxis, denke ich, wird man weiterhin damit rechnen müssen, dass ein gewisses Interesse, was eben auch die Bühne, was hinter der Bühne sich abspielt, dass man da weiter hinschauen möchte. Also ich bin nicht sicher, dass wir mit einem No-Spy-Abkommen sozusagen eine neue Lage schaffen. Ist auch die Frage, ob wir das erfahren, was sich hinter der Bühne abspielt. Edward Snowden fordert einen Untersuchungsausschuss auch in den USA. Das gab es ja schon mal in den 70er Jahren. Damals hatten US-Geheimdienste versucht, amerikanische Linke zum Beispiel auszuspähen. Können Sie sich vorstellen, dass es so einen Ausschuss auch in den USA jetzt geben wird? In den USA sieht man ja den ganzen Vorgang wesentlich skeptischer. Und man sieht, dass unter diplomatischen Gesichtspunkten sozusagen dieses Ausspionieren ein Problem darstellt. Man hat ja nie damit gerechnet, dass es sozusagen ans Tageslicht kommt, von der Bühne auf die Vorderbühne. Und insofern kann ich mir noch nicht vorstellen, dass die Amerikaner derartig sensibilisiert sind für diese Thematik. Sie betrifft sie schon natürlich, aber sie ist noch nicht so stark präsent wie hier in Europa und in Deutschland insbesondere. Aber die Zeit läuft und insofern kann sich da noch manches entwickeln. Das ist schon denkbar. Vielen Dank, Herr Mayer. Erstmal, wir reden gleich noch mal weiter. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun, das haben Sie auch gesagt, auch weil es jetzt eine neue Baustelle gibt. Wir haben es schon angesprochen, auch die Briten haben scheinbar auf dem Dach ihrer Botschaft in Berlin einen Lauschposten aufgestellt. Die Spione im Auftrag ihrer Majestät sind bekanntlich besonders kühn und gerne weltweit unterwegs. Auch der britische Premier Cameron sieht sich wohl als eine Art Agent, und zwar in einer Doppelrolle. EU-Partner einerseits, andererseits kleiner Bruder der USA beim Ausspähen der Bundesregierung. Nur etwa 200 Meter von ihren US-Kollegen entfernt haben die Briten fleißig mitgemacht. Mit einer Abhörzentrale auf dem Dach ihrer Botschaft mitten im Regierungsviertel. Seit Eröffnung der Botschaft vor knapp 13 Jahren, so der britische Independent heute mit Berufung auf Edward Snowden, sei dort eine kleine Zahl von Geheimdienstmitarbeitern aktiv, als Diplomaten getarnt. Ihre Abhörstation, der weiße Zylinder auf dem Dach der Botschaft. Von hier sollen sie auch für die USA Handy- und Datenverkehr ausgespäht haben. In dem Zylinder ist eine elektronische Abhöranlage versteckt. Sie leitet Informationen weiter in eine Datenzentrale, die alle Signale, die in diesem Teil Berlins aufgefangen werden, analysiert und auswertet und sie dann in ein gemeinsames System gibt. In Berlin reagierte man empört. Der britische Botschafter wurde im Auswärtigen Amt darauf hingewiesen, dass das Abhören aus diplomatischen Missionen völkerrechtswidriges Handeln sei. Morgen soll der Vorgang im parlamentarischen Kontrollgremium zur Sprache kommen. Die Briten sind Partner mit uns in der NATO und wir können es bei ihnen genauso wenig akzeptieren wie bei den Amerikanern, dass sie hier in Deutschland oder in Berlin Spionage betreiben. Cameron in der Doppelrolle. In Brüssel auf dem EU-Gipfel Ende Oktober verurteilte er den US-Lauschangriff auf Merkel. Zurück zu Hause warnte er die Presse vor weiteren Enthüllungen. Die nationale Sicherheit sei in Gefahr. Ich will nicht zu gerichtlichen Verfügungen, einer Nachrichtensperre oder schärferen Mitteln greifen müssen. Es ist besser, die Zeitungen an ihre soziale Verantwortung zu erinnern. Doch wenn sie diese Verantwortung nicht zeigen, müssen wir als Regierung handeln. Die Redakteure beim Independent warnen jetzt, die Pressefreiheit sei in Gefahr. Die Zeitung Guardian musste bereits auf Druck der Regierung Festplatten mit Material zerstören. Auch uns wollten sie gestern Abend einschüchtern, damit wir den Codenamen Trist für den Berliner Spähposten nicht nennen. All das ist völlig irrwitzig. Der britische Premier kämpft an mehreren Fronten. Diplomatisch wird es langsam eng. Der Bundeskanzlerin jedenfalls ist er jetzt wohl eine Erklärung schuldig.